Dann rufe ich auf den Punkt 19, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein 11. Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung von Rechtsvorschriften. Berichterstatter ist unser Kollege Hugo Klein. Hugo, bitte. Kolleginnen und Kollegen, ich darf Ihnen die Beschlussempfehlung des Rechtspolitischen Ausschusses zum vorgelegten Gesetzentwurf mitteilen. Der Rechtspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU, des Bündnisses 90 die Grünen und der FDP gegen die Stimmen der SPD bei Stimmenthaltung der LINKEN den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19/5220 sowie des mündlich eingebrachten Änderungsantrags von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN in Artikel 6 die Wörter und der Unterbringung im offenen Vollzug nach § 16 Absatz 2 zu streichen und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in dritter Lesung anzunehmen. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Lieber Hugo Klein, eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Frau Kollegin Hofmann, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem vorgelegten Sammelgesetz zur Änderung von über 10 Rechtsvorschriften dürfen wir uns nun in dritter Lesung noch einmal befassen. Ich möchte nur noch einmal auf zwei inhaltliche Aspekte zu sprechen kommen. Aufgrund der Fülle der Vorschriften können wir jetzt in dritter Lesung das eine oder andere noch einmal separat beleuchten. Das Erste ist, dass das Vergabegesetz geändert werden soll. Ich will hier für die SPD-Landtagsfraktion noch einmal deutlich machen, dass wir im Gegensatz zu dieser Landesregierung für ein wirkungsvolles Tariftreue- und Vergabegesetz stehen, das nämlich insbesondere eine wirkungsvolle Prüfung der Vergabe beinhaltet. Wir wollen im Gegensatz zu Ihnen, dass öffentliche Aufträge nur an Unternehmen vergeben werden, die nach Tarif entlohnen, und zwar unabhängig von der Höhe des Auftragswertes. Wir wollen effektiv Lohndumping beenden, und dafür brauchen wir eine echte Kontrolle. Dafür steht die hessische SPD. Einen zweiten Aspekt will ich ansprechen, der auch noch nicht zum Tragen gekommen ist, der aber auch im Hauptausschuss beraten worden ist. Sie wissen, dass das private Rundfunkgesetz verlängert werden soll. Hier wissen ja die Kolleginnen und Kollegen, dass in Gänze auch mit dem Rundfunkstaatsvertrag eine größere Änderung noch ansteht. Da will ich schon einmal für uns ankündigen, dass wir in die Debatte die paritätische Gremienbesetzung einbringen werden. Ich denke, da gibt es hier im Hause, aber auch in dem zuständigen Fachausschuss noch das eine oder andere zu diskutieren. Lassen Sie mich damit schließen, dass ich es bedauere, dass gerade bei diesem Sammelgesetz nicht nur das grundsätzliche Problem der Evaluierung und dessen, was das Parlament nicht erfährt, leider nicht gelöst wurde. Ich bedauere auch, dass dieses Gesetzgebungsverfahren sehr, sehr holprig war, dass Sie erst sehr, sehr spät nachjustiert haben, entsprechend nicht sauber gearbeitet haben. Und deshalb können wir diesem Gesetz und werden wir diesem Gesetz in Gänze auch nicht zustimmen. Vielen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Karin Müller, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Kassel. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin ja immer wieder überrascht, was Sie sich alles Neues ausdenken, um diesen Gesetzentwurf abzulehnen. Das HVTG haben wir ja schon zweimal beraten im Ausschuss. Es sind Anpassungen an bestehende Gesetzgebungsverfahren und mehr nicht. Wenn Sie jetzt inhaltlich wieder ankommen, Sie wollen ein HVTG, das Vergaberichtlinien einhält und, dann hätten Sie doch einen Änderungsvorschlag vorlegen können, einen Gesetzentwurf einbringen können. Aber nein. Vor allem in der zweiten Lesung war davon auch noch kein Wort. Also ich kann mich wirklich nur wundern. Es hat mich noch ein bisschen gewundert, dass Sie die Insolvenzverordnung nicht angesprochen haben und dass Sie das hessische Freiwilligenpolizeidienstgesetz nicht angesprochen haben. Das haben wir hier auch schon zweimal erwähnt. Ich hatte es eigentlich erwartet.
Wir werden dem Gesetzentwurf in dritter Lesung zustimmen. Wir bedanken uns noch einmal bei der LINKEN, dass Ihnen da die Unstimmigkeit aufgefallen ist, was wir aber ja in Diskussionen korrigiert haben. Und damit beende ich meine Rede und schenke Ihnen 4 Minuten. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, wir haben die von uns in erster Lesung angesprochenen Unstimmigkeiten in diesem Gesetzentwurf ausgeräumt. Ich will jetzt nicht noch einmal darüber reden, ob das schneller hätte gehen können oder so weiter. Das ist egal. Sondern ich will Sie, das gesamte Haus, noch einmal einladen, dass wir als erste Gewalt im Staate insgesamt dazu verpflichtet sind, die Regierung zu kontrollieren, und wir das bitte nicht den kleinsten Oppositionsfraktionen alleine überlassen. Zweite Bemerkung. Wir werden dem Gesetzentwurf trotzdem nicht zustimmen. Und, Frau Müller, da haben Sie, glaube ich, etwas missverstanden. Wir werden nicht in ein Sammelgesetz inhaltliche Änderungen an dieses Gesetz einbringen, das Sie gerade verlängern. Aber ich sage, wir verlängern hier Gesetze, deren Inhalt wir politisch falsch finden. Da geht es um Insolvenz, da geht es um Vergabe, da geht es ausdrücklich nicht um das Privatrundfunkgesetz. Das finden wir richtig, dass wir das so handhaben. Aber wir verlängern Gesetze, die wir inhaltlich falsch finden. An die müssen wir anders rangehen. Und deswegen werden wir uns ganz kraftvoll enthalten. Vielen Dank, Kollege Dr. Wilken. Das Wort hat der Abg. Hartmut Honka, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erstens. Die Idee des Sammelgesetzes und der Befristung der Gesetze war richtig, ist richtig. Und ich glaube, sie zeigt sich auch in diesem Gesetzentwurf wieder, dass man es vernünftig umsetzen kann. Zweitens. Ja, dass da etwas durchgerutscht ist am Anfang, ist bedauerlich. Aber es ist korrigiert worden, und ich finde auch noch rechtzeitig und in einem vernünftigen Verfahren. Auch das ist hier im Hause möglich. Dafür danke ich auf der einen Seite noch einmal der Oppositionsfraktion, dass wir dort noch einmal das Verfahren ein bisschen umgestrickt haben. Deswegen auch drittens das Sammelgesetz heute die Premiere erlebt, nach all den Jahren eine dritte Lesung zu erleben, was sonst auch nicht üblich ist. In diesem Sinne danke ich vielmals und wünsche noch einen schönen Abend. Vielen Dank, Kollege Honka. Das Wort hat der Abg. Dr. Blechschmidt, FDP-Fraktion. Bitte sehr. Danke. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Wir haben eine erste Lesung gehabt. Wir hatten vor 2 Tagen die zweite Lesung. Ich will die Argumente nicht wiederholen. Am Abend hat dann noch eine Sitzung des Ausschusses stattgefunden, wo das formal, was dann auch notwendig war, gemacht wurde. Ich will das wie folgt für mich auf den Punkt bringen. Die FDP in meiner Person ist befriedet, weil ich glaube, das Sammelgesetz wieder auf guter Spur ist. Ich persönlich kann auch sagen, dass ich nach dem Dienstag zufrieden bin. Und deshalb wird auch die FDP zustimmen. Danke. Vielen Dank, Kollege Dr. Blechschmidt. – Das Wort hat Frau Staatsministerin Grünheimann. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in erster und zweiter Lesung sind die Argumente ausgetauscht worden, und im Rechtsausschuss und im UJV. Dem habe ich nichts hinzuzufügen und gebe meine Rede zu Protokoll. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein 11. Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung von Rechtsvorschriften in dritter Lesung seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? SPD. Wer enthält sich? Fraktion DIE LINKE. Damit ist der Gesetzentwurf in dritter Lesung angenommen und zum Gesetz erhoben. Damit haben wir das erledigt. Jetzt müssten wir uns noch kurz einigen, was wir mit den anderen Punkten machen. Bleibt alles, wie es ist. Das heißt also von 20 bis 31 große Anfrage, nächstes Plenum, 32 Innenausschuss. Alles, wie es ist.
Muss ich nicht, weil ja, es hätte sein können, dass einige schon ein bisschen durcheinander sind. Deshalb wollte ich noch einmal erläutern. Also ist allen klar, auch das Präsidium versteht es, dann stelle ich fest, dass wir uns einig sind über das weitere Verfahren. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken für die zügige Sitzung, für das gute Miteinander und weise darauf hin, dass der Innenausschuss, Horst Klee, stimmt es? Dass der Innenausschuss nun im Sitzungsraum 501a zusammenkommt. Wer dorthin geht, dem wünsche ich alles Gute und allen anderen auch alles Gute. Gottes Segen, die Sitzung ist geschlossen.